Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Hallöchen. Diesmal schon eher als eigentlich geplant mit Zellos, weil Zellos wollte mich ja bei der Suche dann unterstützen, beziehungsweise der Spezialwelt, wenn das dann irgendwann soweit ist. Aber da heute Mittwoch ist und Rico's nicht da ist, dachte mir, wäre es auch sinnig, dieses Spiel hier vielleicht zu spielen, weil ich es gerade eher aufnehme. Zellos spielt das im Hintergrund so ein bisschen parallel mit, guckt so ein bisschen im Stream. Wir gucken, ja, so, dass er halt spielt und vielleicht auch mal bei mir guckt. Ein bisschen labern über das Spiel. Ich glaube, das lockert das Ganze auch auf, weil ich jetzt ja irgendwie schon 8 oder 9 Parts hochgeladen habe. Und ich hatte eben schon selber was gesagt, ich habe ja versehentlich nach den ersten 3 Welten erst Welt 6 gemacht, dann Welt 5 und jetzt Welt 4. Weil, ja, ich, gut, weil ich das einfach übersehen habe, weil ich laber ja dann immer so für Dönekes, wenn ich streame. Und genau. Es gibt eine Sache, die ich an dem Spiel bisher nicht mag, und damit beginne ich jetzt heute sofort. Diese Suchtrupp-Level. Die finde ich, naja. Achso, wenn du jetzt nach den 5 Marken suchen sollst an der Stelle. Ja, das ist halt wie bei Mario Maker. Ich hatte, ich weiß nicht, ob du meine Videos zu dem Spiel mal gesehen hast. Ich hatte immer einige Male betont, dass sie sich durchaus an Hex- oder Mario Maker-Leveln orientiert hatten. Genau, und das ist halt eine Sache, wie man sich vielleicht nicht so gut an Mario Maker orientiert hat, denn ich habe hier keine Ahnung, was ich tun muss, um diese Münze einzusammeln. Hä? Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist im Vordergrund. Du bist quasi jetzt an der Stelle in den du bist jetzt im Hintergrund drin und du bist jetzt quasi in den Vordergrund. So verstehe ich das jetzt gerade. Ja, okay. Ja, ich mag es halt nicht, etwas suchen zu müssen als Gameplay-Element. Wenn es dann noch, keine Ahnung, suchen und, aber nur suchen als Gameplay-Element. Ich mag halt auch diese Mario Maker Level nicht, weil ich muss es hier sinnlos in irgendwelche Röhren rein und bin schon kurz davor, das Level zu skippen und das zu machen, wenn ich die 100% mache, weil ich bin jetzt schon genervt. Das erste Level habe ich auch abgebrochen, irgendwann mal. Das dritte habe ich gar nicht erst gestartet. Okay. Also na, guck mal, jetzt bin ich absolut kein Fan von. So, dann mache ich den Zock mal. Yay, ich muss etwas suchen, was unsichtbar ist. Das macht Spaß, nicht? Sonst finde ich das Spiel wirklich grandios, aber diese Level hasse ich halt wie die Pest. Das ist, weiß ich nicht, macht mir einfach keinen Spaß. Da muss ich dazu sagen, da hilft der Online-Modus halt extrem, weil du siehst halt, wie die ganzen anderen Leute genauso blöd suchen wie du. Und ja, das kann ich mir sogar vorstellen, tatsächlich. Und dann halt was rausfinden, dann ihre Flag dort setzen oder halt ihre Markierung dort setzen. Wieso kann ich den denn hier nicht rausholen? Ne, auf die Scheiße habe ich jetzt keinen Bock. Das mache ich, wenn ich die 100% mache. Sorry. Okay. Kein Bock auf die Scheiße. Macht mir keinen Spaß. Nächstes Level. Ja, tut mir leid. Ich bin halt ehrlich. Im Gegensatz zu anderen YouTubern. hier scheint ja alles relativ versteckt zu sein in dieser Welt. Ja, es gibt ein paar Level, die sind versteckt durch die Sonne, durch den Sand. Also du musst ein bisschen rumlaufen da unten rechts in dem Level, in der Welt. Und dann irgendwann hopp mal so ein Level auf. Okay, ich habe hier ein Fragezeichen aktiviert. What the fuck? Achso, hier ist irgendein Level. Fallschirmmütze 2. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Abzeichentest. Ja, die Fallschirmmütze, die ist ja total overpowered in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du deine ähnliche... Die hat ziemlich strong. Ich habe zwar für mich ein bisschen gemerkt, dass der Wandsprung mir eher liegt, aber der Fallschirm, der ist schon ziemlich cool. Und dadurch, dass du den jetzt auch so immer kurz abbrechen kannst, was ja jetzt auch bei dem Level so ein bisschen der Clou ist, finde ich den eigentlich ganz, ja, ziemlich strong. Ja, ich finde den auch strong. Es macht auch Spaß, mit dem zu spielen. So, den Checkpoint habe ich schon erreicht hier, als möchtegern professioneller Spieler. Jawohl. Vor allem, du kannst dich mit diesem Mützending auch problemlos wieder nach oben schießen, indem du einfach immer die ganze Zeit abspringst und... Genau. Das macht Spaß. Das ist toll. Nicht so wie diese komischen Suchlevel. Aber du sagst, die soll man im Online-Modus spielen, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Die sind im Online-Modus relativ entspannt, weil du siehst sowieso die ganzen Leute genauso wie dich an der Stelle rumsuchen. Ist vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Und die markieren dann mal gerne mit ihren Standys, was die da haben. Ja, also wie gesagt, ich finde dieses Spiel nach wie vor grandios, aber diese Suchlevel, es macht mir einfach keinen Spaß, ohne jeden Hinweis irgendwelche blinden Blöcke zu suchen. Das
Ja, kann ich auch verstehen. Macht einfach keine Laune. Ja, aber gut, wenn es für so Online-Modus konzipiert ist. Andererseits. Ja, es macht's leichter, sagen wir es mal. Es macht's leichter, weil du siehst an der Stelle, wo die ganzen Standys sind und die geben da dann schon Tipps an der Stelle. Okay, wieso hat er denn jetzt hier das nicht geschafft? Du kannst den Jump abbrechen und dann direkt nochmal aktivieren. Nein. Das musst du quasi auch machen jetzt an der Stelle. Hä, aber dann verliere ich doch an Höhe. Nee, tust du nicht. Einfach abbrechen, dann direkt wieder aktivieren, abbrechen, wieder aktivieren. Ach so, okay. War mir gar nicht bewusst. Ja. Ach stimmt, dann schubst der einen so ein bisschen nach vorne rechts. Genau, richtig. Das verzögert deinen Fall so ein bisschen. Okay, wieder was gelernt. Ja, hör auf Zellos. Ich muss jetzt nur mal so ein bisschen in dem Stream bzw. auf die Aufnahmelinsen, ob das ein bisschen leckt. Vielleicht muss ich doch mal irgendwas ausmachen. Ja, guckst du mal. Achso, ich muss hier die Fragezeichen aktivieren in der Welt und dadurch werden dann irgendwelche. Genau, Welten. Es gibt solche Bodenpodeste, genau. Das gibt 3 Stück, die musst du aktivieren, dann öffnet sich eine andere Tür. Bahnfrei für die Armat-Bande, was auch immer eine Armat-Bande ist. Armat-Bande. Okay, aber das mit dem Dings, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Mhm. Gar nicht mal so schlechter Hinweis, dass man dadurch den Sprung nochmal verlängern kann. Werde ich allerdings in der Praxis wahrscheinlich nicht benötigen, aber... Mhm. Bei dem Level gebe ich dir schon mal den Tipp, da brauchst du vielleicht einen Elefanten-Mario jetzt öfters. Okay. Ja, wie gesagt, du kannst mich gerne spoilern. Mario kann man quasi meiner Meinung nach nicht spoilern. Nö. Warum sind denn Bowser so ist der Endboss. Wirklich? Hätte ich nicht gedacht, Zellos. Damit hast du mich jetzt vollkommen zum Konzept gebracht. Ich habe das Spiel ruiniert für alle, ich weiß. Ja. Okay, die erste Zählermünze habe ich. Mhm. War jetzt auch relativ offensichtlich. Wie bist du nicht in dem Spiel unterwegs? Completion-Style oder sagst du dann doch an der Stelle eher so, ja, ich gucke, ob ich das machen kann und wenn es ganz stimmig ist, dann mache ich das und wenn nicht, dann nicht. Also grundsätzlich versuche ich in dem Any-Prozent-Run, wie man das ja als Möchtegern-Professioneller nennt, so viel wie möglich zu schaffen. Wenn mich allerdings etwas unfassbar abfuckt, wie jetzt irgendwelche Zeit... Speedrun-Sachen, wo mir eine Sekunde fehlt und ich habe schon eine Viertelstunde probiert, dann sage ich, ja, ihr habt's gesehen, für das Projekt mache ich offscreen. Mhm. Diese Rätsel-Level habe ich jetzt, glaube ich, 3/4 abgebrochen, weil ich die einfach unfassbar schrecklich finde. Ich kann die auch irgendwo verstehen. Alles andere, meistens kriege ich relativ viele Sachen. Also wenn du dann irgendwann mit mir dieses 100%-Gedöns zusammen machst und ein bisschen schnackst, wirst du sehen, dass ich schon relativ viel gemacht habe. Ja. Weil es. Also, was mich ein bisschen wundert, ist, es gibt scheinbar Secret Exits. Ich habe noch keinen einzigen gefunden. Und ich finde das auch ein bisschen doof, dass die nicht auf der Map markiert sind, weil das hat selbst Super Mario World damals hinbekommen. Also, ich weiß nur, dass es zwischendurch durch die Wunderblumen manchmal 2 Exits gibt. Ja, genau, das meine ich. Ach so, okay, das sind die Secret Exits quasi. Sozusagen. Da gibt es ein reguläres Exit, was du halt ohne Wunderblume machst und dann ein Secret, in Anführungszeichen, Exit, was du dann Ja, können wir dann ja, wie gesagt, später gucken. Ich glaube nicht, dass mir so viel fehlt. Ich freue mich am meisten tatsächlich auf die Spezialwelt, auf richtig schwere Level, wo man ein bisschen auch struggelt. Wobei ich in der Feuerwelt gab es auch 1-2 Level, die echt nicht so einfach waren, muss ich sagen. Aber da hatte ich auch einen schlechten Tag und habe mich doof angestellt, aber... Trotzdem. Ich habe jetzt zwei von den Dingern gemacht, von den Spezialwelten-Level. Die sind schon knackig auf jeden Fall. Finde ich gut. Also, die sind schon gut knackig. Ach Mist, ich habe den Elefanten verloren. Du meinst ja, ich brauche den, ne? Ja, den könntest du brauchen, ja, weil du brauchst halt diese Wasserrüssel-Dingsbums-Fähigkeit. Jetzt bin ich in LSD-Welt. LSD-Welt. Aber ich finde es gut, dass sie die Zeit aus dem Spiel rausgenommen hat. Du kannst dir wirklich die Level in aller Ruhe angucken. Kannst einfach gucken, genauso. Weil du warst früher teilweise gezwungen, also warst du mehr oder weniger öfters gezwungen, Level mehrmals zu spielen. Aber es war dann auch teilweise so, zumindest bei mir, weil dann einfach irgendwann die Zeit vorbei war. Ja, klar. Okay, LSD World ist ein bisschen anstrengend. Ja. Hast halt vor allen Dingen bis irgendwie Triple Speed unterwegs, also. Aber dadurch, dass man kein Zeitding hat. Ja.
Weißt du, was zu den 100% dazugehört? Ich habe es nämlich tatsächlich mal gelesen. Habe ich auch schon in einem anderen Video erzählt. Ich hätte jetzt nur geraten, wegen der lila Münzen und wegen der, dass du alle Dinger bekommst, alle Wundersamen. Ja, erstens das und du brauchst tatsächlich auch alle von diesen Standarten. Und die kannst du dir wohl entweder für 10 Münzen random kaufen. Ja, oder 30 gezielt. Genau. Habe ich auch schon raus, ja. Deswegen, ja, weiß ich auch noch nicht. Wahrscheinlich werden bei mir dann nur 5 Sterne sein, weil ob ich dann Bock habe, mir alle diese Dinger zu kaufen. Ja, verstehe ich irgendwo. Aber habe ich auch schon, ich glaube, das mit denen, dass es 30 kostet, hatte ich jetzt noch nicht erwähnt. Ist aber nicht so schlimm, dass du das sagst. Das Spiel ist ja schon gefühlt 100 Jahre alt, von daher. 30 sind nicht so viel, finde ich an der Stelle. Ich glaube, ich habe jetzt hier eine verpasst von den Lila. Ist aber nicht so schlimm, weil... Ja, dann ist es eben so. Bei der habe ich auch ein bisschen strugglen müssen, die ganzen Dinger zu finden. Ich wüsste es jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht. Ja, wie gesagt, erstmal jetzt hier Any Prozent, wie das die Spieler sagen. Und dann, ja. Jetzt habe ich aber auch 3 Münzen bekommen. Ich finde das immer so ein bisschen. Manchmal schwierig einzuschätzen, ja, genau. Bei dem, was so passiert. Ja. Sehe ich das denn überhaupt? Nee, ich habe tatsächlich den 3. nicht. Aber wie gesagt, wir werden dann später nochmal alles machen. Höhlenschatz, Verschnaufspause, gucken wir mal. Spielst du die gleichen Level wie ich jetzt eigentlich oder spielst du einfach so random? Also ich bin gerade noch bei deiner Schatzsuche, aber ich kenne die Level, die du spielst, weil ich habe die auch erst vor kurzem gemacht. Okay. Ihr habt ja gerne mal mit Mittagspause dafür geopfert, einfach mal die Level zu spielen. Und ja, finde es eigentlich echt schöne Level. Das ist recht entspannt, weil da darfst bohren. Findest du diese Blume auch so geil? Am Anfang war ich total kritisch und dachte, okay, diese Blume geht mir bestimmt auf die Nerven. Ja, ich finde eigentlich ganz nett. Ich finde die mega witzig mittlerweile. Die sind so ein netter Flavortext, so das ist so. Der motiviert sogar ein bisschen tatsächlich. Ja. So hast du ein bisschen so den Eindruck, so wenn du dann Wettrennen gegen die Wiggler machst, wie er dann sagt, so, ja, lauf, yeah, voll geil. Bei den Rennen habe ich mich auch sehr angestellt. Allerdings nicht, weil sie schwierig waren, sondern weil ich mich quasi so unnötig unter Druck gesetzt habe und dachte, okay, du musst eigentlich gar nicht so unfassbar schnell da sein, zumindest bisher nicht. Also ich weiß natürlich nicht, wie später noch. Musst du wirklich nicht, nee. Okay, den habe ich mir gekauft. Also, da habe ich mich selber unnötig. Ja, dann gab es so 2, 3 Level, wo ich mich doof angestellt habe. 2 davon in der Lava-Welt. Und wie gesagt, die Suchlevel sind für mich. Also, ich bin ja eh nicht der Geduldigste. Ja. Aber wenn du keinen Hinweis kriegst und irgendwas blind suchen musst, das ist für mich kein Spielspaß. Ja, absolut. Vielleicht bin ich dazu kritisch, keine Ahnung, oder? Zellos, sein Tipp ist da gar nicht so schlecht mit dem Online, aber ich will das Online auch gar nicht spielen. Du musst es ja auch nicht. Ganz ja, muss ich ja scheinbar. Nö, musst du nicht, aber musst halt dir mehr Zeit geben an der Stelle für sowas. Ja, nee. Aber ich habe übrigens auch so für mich, ich finde zwar den Double Jump, den du auch freischalten kannst, finde ich zwar echt nice, aber irgendwie der Wall Jump, den du da machen kannst, den finde ich eigentlich, ja, wie soll ich sagen? Achso, den habe ich noch gar nicht. Ich glaube, du meinst diesen, ich habe von dem gelesen, weil es ist ja quasi unmöglich, sich nicht zu spoilern. Es soll wohl irgendwo so einen Double Wall Jump geben, den meinst du wahrscheinlich, oder? Genau, es gibt einen Double Wall Jump. Ja, den habe ich noch nicht, also, oder ich habe ihn noch nicht benutzt, vielleicht habe ich ihn auch und... Ich benutze in 90% oder in 99% eigentlich immer diese Mütze, weil... Ich die toll finde. Ja, die Mütze ist auch ziemlich praktisch an der Stelle. Genau, das ist Mario dann soweit, ne? Wird jetzt erstmal hier durchgezockt. Ich bereue es irgendwie, also klingt jetzt vielleicht falsch, mir macht das Spiel ja Spaß. Ich bereue es aber so ein bisschen, das jetzt zum Release irgendwie so Let's Play zu haben, sag ich mal. Ja. Weil, also wenn ich jetzt sage, man macht sich dadurch selber Stress, dann ist das eigentlich nicht richtig so, wie ich es meine. Aber im Prinzip spielst du es dann anders. Ja, es ist halt, wenn ich es jetzt schon privat gespielt hätte... Und ich würde es jetzt, was weiß ich, in 2 Jahren oder so spielen. Dann würde ich halt sagen, ja, okay, dann brauche ich halt ein halbes Jahr für das Spiel. Ja. Aber so will ich das Spiel ja schnell durchspielen. Nicht, weil ich es schnell auf YouTube haben will. Das ist mir egal, weil das gucken ja sowieso die Leute auf den größeren Kanälen. Ich bin ja nicht doof. Aber, weißt du, wie ich das meine? Ich spiele es dadurch schneller, weil ich es ja selber auch durchgespielt haben will für mich, ne? Und wenn ich das jetzt irgendwie im halben Jahr spielen würde, dann würde ich mir da viel mehr Zeit lassen. Ja, im Prinzip ist es World Worst Problems, von daher will ich mal nicht meckern. Ich habe mich ja dazu entschieden. Von daher ist dir selbst die Schuld. Ich finde halt bei dem Spiel, und das merkst du auch an den Gegnern, was sie gemacht haben, ist halt sehr viel Liebe zu verrückten Ideen, sag ich mal. Ja. Das heißt, oder andere
Arten, Gegner zu besiegen und sowas. Ist schon irgendwie nice gemacht auf jeden Fall. Okay, die Röhre ist blau. Das sieht auch schon mal sehr auffällig aus. Vor allen Dingen, weil man hier nicht so viel Zeit hat. Ja, also bisher fand ich die, ich weiß gar nicht, wie diese Welt heißt. Ich nenne sie mal die Schleimwelt. Mhm. Ganz cool, weil da so vieles so mysteriös war. Mhm. Die Blob-Level waren auch teilweise gar nicht so unanspruchsvoll. Ja. Bei der Feuerwelt, wie gesagt, da waren echt einiges dabei. Uiuiui. Das war nicht so einfach, aber... Mhm. Die Schwierigkeitsgrad des Spiels ist ja sowieso echt, finde ich... Okay, ich hatte, als ich... Sehr angenehm. Ja, ich hatte das Gefühl, als ich diese World Map gesehen habe, die ist ja sehr von dem letzten Kirby-Spiel inspiriert, so ein bisschen. Zumindest die erste Welt. Da hatte ich echt ein bisschen Angst, dass die das Spiel vielleicht zu leicht machen. Mhm. Aber... Ja, aber das Schwierigkeitsgrad ist angenehm, finde ich, grundsätzlich. Ja. Es war, anfangs merkst du wirklich so ein bisschen so, das hat so ein bisschen Kindergarten, aber wenn du dann mal die Welten kommst, Magma-Welt und so, dass du dann langsam merkst, so hoppala, okay, jetzt wird's doch langsam... Bisschen knackiger. Was habe ich hier gemacht? Ja, die Magma-Welt, wie gesagt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die was ist, die schwer ist, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wie du sagst, anspruchsvoller. Ja, anspruchsvoller einfach. Also. Deswegen war ich auch total schockiert, weil ich wusste, ich habe da wahrscheinlich Blödsinn geredet, wie immer, und habe nicht drauf geachtet, was da so alles steht und ist. Nee, du kennst mich ja. Ja. Und deswegen bin ich einfach nach links gegangen. So, das sind Stacheln, die geht. Hier tatsächlich gerade mal ein bisschen beeilen. Unfassbar. Genau, hab das halt nicht gesehen, dass die sechste ist und dachte dann, okay, das ist jetzt aber ein krasser Schwierigkeitsgradsprung. Dann dachte ich, okay, ich bin auch müde, vielleicht stelle ich mich nur an und dann. Dann hast du das in Welt 4 gesehen. Nee, später, erst als ich in Welt 4 gegangen bin, habe ich das gesehen. Okay, ich habe jetzt eine Blume, glaube ich, gesammelt. Achso, die zweite kriegt man ja auf meiner. Ende des Levels dann ist. Ja. Ja, nee, also es ist ein tolles Spiel und was ich aber auch sagen muss, ich finde, wenn, das ist ja im Moment, wird es ja so dargestellt, dass dieses Spiel hier so gottgleich ist und NSMBU innovationsarm und schlecht, sage ich jetzt mal übertrieben. Mhm. Ich meine, ja, das hat ja wenig Innovation, aber kommt mir ein bisschen zu schlecht im Moment weg, weil es steuert sich ja quasi bis auf die Items und Gimmicks genauso. Ja, ich finde aber grundsätzlich der Grafikstil und auch der Charme von den Charakteren, wie sie wirken und so, ist einfach ein ordentliches Step-Up-Off, würde ich mal sagen. Jetzt einfach. Hast du schon mal als Luigi gespielt? Ich spiele als Luigi die ganze okay, Zeit, weil alle Leute feiern das so, wenn der aus der Röhre rausgeht, dass der dann so ängstlich guckt. Das soll wohl mega witzig sein. Ja. Ich spiele als Mario aus Prinzip. Und grundsätzlich, wenn der auch das Ziel erreicht an der Stelle, sagst du so richtig süßes Thank you. Aber ja, das ist ein Grundsprecher, macht das einfach sehr gut, finde ich. Bringt es auch gut rüber, den Luigi Spirits, sage ich mal. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe jetzt nur Mario gespielt und einmal kurz offscreen alle Charaktere mal angeguckt. Mhm. Verschnaufspause, da muss man ja nicht so viel machen, meistens. Nee, das ist entspannt. Ah, ja, der ist cool. Hä, was muss ich machen? Das ist ein, glaube ich, eine Art Rhythmusspiel gewesen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ah. Cool. Ich mag auch die ganzen neuen Gegner, besonders diese Feuerwerksgegner, falls du, ich hoffe, die kennst du schon, die Spoiler. Ja, die Feuerwerksgegner kenne ich. Mega gut. Mhm. Okay, hier in der Welt könnte man, glaube ich, unfassbar viel verstecken. Sieht man eigentlich... Ach, du weißt ja auch noch, du hast das Spiel noch nicht 100% durch. Ich habe hier irgendwie auch Angst, dass... Okay. Also in der ersten Welt habe ich definitiv Level vergessen, das weiß ich auch. Das habe ich bei einem anderen Streamer gesehen. Mhm. Da kann man am Anfang so eine grüne Röhre reingehen, das habe ich halt nicht gemacht. Ja. Und ich frage mich, wenn man das Spiel durchgeschafft hat, ob man dann irgendwie so auch zu den versteckten Level hingehen kann. Ja, du hast auch zum Beispiel jetzt in diesem Sand, in dieser Sandwelt hast du eine Ecke, wo du, wenn du dann alle Fragezeichenblöcke ausgelöst hast, dann gibt es da auch eine grüne Röhre, die bringt dich zu einer anderen Welt tatsächlich. Okay. Und das ist ganz cool, das ist einfach mal ein nettes Easter Egg, das darfst du dir mal später angucken. Ja, also ich denke mal sowieso, wenn man das Any-Post durch hat, dann, die sind ja geil. Ja, wird ja, man die, da eh die noch einiges
zu tun haben. Ich war ein bisschen erschrocken, also ich hatte mal gelesen, wie viele Level das Spiel hat. Ja, es geht aber. Ich finde es eigentlich von der. Über 100 hatte ich gelesen, das fand ich schon. Ja. Also, viel habe ich definitiv nicht gespielt. Aber dann haben wir wenigstens ein bisschen was vor. Ich habe jetzt ja auch den. Okay, das Stream leckt, glaube ich, ein bisschen die Aufnahme. Hoffentlich nicht. Ja, das sollte hoffentlich passen. Ja, aber Spiel, ich sag mal, die Level sind alle nicht so lang, was ich auch ganz gut finde. Die sind alle durchschnittlich so zwei Level, zwei Minuten lang oder sowas. Ja, halt auch für ein Handheld, ne? Ja, für ein Handheld echt angenehm und so. Ja, stimmt schon. Weiß ich gar nicht, was ich eigentlich gerade erzählen wollte. Achso, 102 Level, da wird man noch, geht. Wobei mit dieser geilen Überporten. Das ist egal. Ich habe mich auch öfters mal einfach umgebracht und mit diesem Gleitding das geholt, weil ich mir dachte, ja, hat ja höhere Priorität als hier nicht zu sterben. Ja, ja, klar. Daher nicht wundern, wenn ich mich auch hier wieder umbringe. Es hat alles seine Daseinsberechtigung. Ist ja schon praktisch, dass du einfach an der Stelle das Ding sammeln kannst, dann ist es eingesammelt, dann brauchst du es nicht mehr unbedingt an der Stelle hier. Es gibt bestimmt einige Leute, die das nervt, aber denen sage ich, ist doch scheißegal, mein Gott. Wenn ihr irgendwas Hardcore-mäßiges sucht, dann lernt das Telefonbuch auswendig. Ja, Telefonbuch auswendig dann. Aaronson. Seite 1. Ui. Aber hier mir gefällt auch der Level, weil ich glaube, das selber noch nicht gespielt. Mir gefällt einfach dieses beständig in Bewegung durch diese ganzen Bounce-Pads hier. Ja. Und auch die Viecher sind geil. Oh, eben hatten wir Geschwindigkeit. Ja, jetzt haben wir Zeitlupe. Ja, ist schon cool, das Spiel, ich liebe es. Ja. Brauche ich, das weißt du ja nicht, du warst ja noch. Ich nehme mal den Elefanten. Wobei, vorher. Ah nein, eigentlich wollte ich. Egal. Ich nehme mal den Elefanten hier mit, aber ich werde wieder auf die Feuerblume wechseln, weil. Mhm. Wenn die schon irgendwas in den Tooltips von Feuerblume erzählen, braucht man das hier wahrscheinlich. Ja. Außer es ist jetzt irgendwie random. Wenn der Cooper stirbt. Ja, ausnahmsweise ist es nicht Barry Stream, der leckt. Das Spiel ist gerade tatsächlich so schnell. Ja, nee, und ich hatte ja eben schon kurz gesagt, Ende November suche ich mich ja mit dem Zellos und dem Rikus wahrscheinlich einen neuen Rechner aus. Ja. Oh, das wird schön. Dann kann ich endlich wieder. Weißt du, jetzt, wenn du jetzt irgendwie streamst oder so, du musst so gucken, dass alles läuft und die eine oder andere Aufnahme leckt auch teilweise, je nachdem, was ich halt gemacht habe, das weiß ich auch, aber damit wieder alles gut. Kannst auf jeden Fall mit weniger Rücksicht auf Verluste oder sowas, kannst du dann halt. Ja, richtig. Ich glaube, schon was Feines. Ja, und der Alten, der hatte ich von 2000. Oh, Mist. Der Goomba darf nicht sterben. Schön. Das muss ich die. Ja, goldene Fahne zählen auch zu 100%. Aber die hole ich auch offscreen nach, wenn ich das nicht schaffe. Schon alles. Als Barry-Regeln runter kommentiert. Das ist ein schönes Level. Ja. Aber man merkt eindeutig, dass es die vierte Welt ist. Es ist deutlich einfacher als die sechste. Deutlich entspannter, ne? Ja, es ist schön gerade hier. Hier werde ich bestimmt Level verpassen, weil das hier so unübersichtlich ist. Aber wie gesagt, wir werden eh noch ein Level nachholen müssen. Von daher, okay, hier ist nichts. Spannend. Hier scheint irgendeine Aufgabe zu sein. Druckhochsprung 2. Ja. Den fand ich ziemlich unnötig. Fand ich ganz okay, sag ich mal, zumindest am Anfang, wo ich das genutzt habe. Aber du kannst alles so oft mit Wandsprung und Doppeljump machen. Da brauchst du den eigentlich gar nicht. Ach, Zellos, das ist doch eine tolle Fähigkeit. Nintendo hat sich sehr viel Mühe gegeben, die auszudenken oder von anderen Spielen zu klauen. Hier bin ich mir gar nicht so sicher, ob die von irgendwas geklaut ist, aber. Nee, das ist aus dem eigenen Haus geklaut, tatsächlich. Super Mario Bros. 2 hat das gehabt. Stimmt! Ja! Da hat dein Charakter angefangen zu leuchten. Und aber du meinst Doki Doki Panic, ne? Und nicht das japanische. Genau, richtig. Okay. Genau. Ich wollte gerade sagen, Mario Bros. 2 Lost Levels hatte das nicht. Ja, dann bringe ich mich hier eben um. Ist mir egal. Ich komme da, glaube ich, nicht mehr raus. Wobei ich versuch's. Naja, geht nicht. Egal. Hat man die bei diesen Tests auch eingesammelt? Nee, hat man nicht. Scheiße. Oh fuck, wie soll man das denn machen? Achso, ich habe ja die Plattform hier.
Ah, okay. Nice. Doch easy. Wollte der Barry einfach mal bescheißen, aber wurde direkt bestraft. Mhm. Aber du spielst jetzt gerade komplett andere Level als ich, ne? Du bist hier gerade nur so... ich bin jetzt genau in dem gleichen. Okay. Ich bin im gleichen jetzt gerade unterwegs. Aber ich spiele online die Hälfte der Leuten immer mal wieder. Ganz lustig so an und für sich. Du hast so eine, ja. Du hast so ein gewisses Gefühl von Kameradschaft, sage ich mal, mit Leuten, die du eigentlich sonst nicht mehr sehen würdest an der Stelle. Ja, du kannst ja mal vielleicht kurz erklären, wie der funktioniert, dieser Modus, weil ich habe den hier noch gar nicht... Also die Leute werden ihn kennen, ja, aber ich habe den so noch gar nicht erwähnt und ich weiß selber auch nicht, wie der funktioniert. Grundsätzlich... Oh Gott, das ist ja eklig. Grundsätzlich, du spielst das Spiel, als würdest du solo einfach die ganze Zeit spielen, nur siehst du, dass da immer irgendwelche Geister rumlaufen von anderen Spielern. Und es sind keine Geister an und für sich, sondern es sind wirklich Leute, die gleichzeitig mit dir dieses Level spielen. Du kannst deine Standys platzieren, das sind solche Aufsteller, an der Stelle haben wir ja schon erzählt. Um zum Beispiel, wenn bestimmte schwierige Sprünge sind oder sowas, dass du da die Leute retten kannst. Ist das so wie so ein Checkpoint oder wie kann man sich das vorstellen? Das kannst du so als Pseudo-Checkpoint sehen, ja. Grundsätzlich, wenn du zum Beispiel das an der Stelle stellst, wo ein bisschen schwieriger ist und die Leute sterben, dann können sie sich dort wiederbeleben an der Stelle und dann weiterzocken. Haben dann zwar auch keinen Pilz oder sowas an der Stelle, also ist jetzt nicht so eine zu starke Hilfe, aber... Also hast du quasi mehr Checkpoints, wenn du das online spielst, krass. Gewisserweise, ja. Und zum Beispiel, was du jetzt ja selber machen kannst, dass du eine Fähigkeit für dich behalten kannst, dass du dann in dem Moment, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt lieber Feuerblume haben, auch diese Fähigkeiten kannst du hinterlassen. Jemand kann sie aufheben, damit er sich selbst helfen kann bei seinem Run, sozusagen. Dann bleiben die quasi in der Map. Es sind drei andere Leute mit dir in dem Level drin. Und okay. Hilfst denen so ein bisschen damit an der Stelle passiv. Ja. Wir haben jetzt dieses Musiklevel gerade ein bisschen überredet, aber ist, glaube ich, relativ Banane, weil es einfach das Theme von Mario Sunshine war. Richtig. Von daher, entspannt euch. Ja, aber was ich mega geil finde, ich habe ja eben gesagt, ich mag manche Sachen auch nicht, eigentlich bisher nur diese Suchlevel. Aber ich liebe diese Verschnaufpausen und Kampfparty und das alles. Super. Das lockert das ziemlich cool auf, wie ich finde. Okay, hier war ich noch nicht. Schwimmen wir mal hier weiter. Genau, da gibt es immer diese Arena-Levels, genau, das ist ja jetzt an der Stelle das. Ich mache erstmal den Farbwechsel-Labyrinth. Also wenn ich Level weiß, dass sie da sind, mache ich sie, aber wenn ich sie übersehe, dann mache ich sie halt, wenn ich die 100% mache. Kann dir auch mal erzählen, noch ein paar, wo die sind. What the fuck? Ja, wenn du das siehst, dass ich was übersehe, gerne. Ja. Okay, das haben die auch von Hex geklaut. Ja, die haben dich sehr von... Oh, ich überlege gerade, wie das... Also gibt es Super Mario Flashback. Kennst du das Fangame? Ja, kenne ich. Da haben die sich auf jeden Fall auch sehr inspirieren lassen. Mhm. Aber ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, ich finde das nicht negativ. Ich finde das sogar eigentlich tatsächlich positiv. Also ja, die holen sich mal... Endlich mal verschiedene Eindrücke, sage ich mal, holen die sich. Das ist schon ganz cool, ja. Und das ist auch legitim. Ich meine, jedes Spiel inspiriert sich von jedem. Wenn sich jetzt Rayman von Crash Bandicoot inspiriert oder umgekehrt oder Mario von Crash Bandicoot oder was weiß ich, finde ich das absolut okay. Ist eh schwierig, jetzt noch was komplett Originales, was noch kein Mensch gemacht hat, zu machen an der Stelle, finde ich. Also, wir haben mittlerweile ja so viele Videospiele, die da draußen rausgekommen sind. Ja, nee, ich finde das auch, wie gesagt, nicht schlimm. Also, es ist nur sehr auffällig, dass sie sich von Mario Maker inspiriert lassen haben. Ja. Was mir aber auch dann gleichzeitig Hoffnung gibt, dass sie die Serie schätzen und dass ein dritter Teil rauskommt. Dass vielleicht noch was kommt, ja. Das wäre cool. Ja, ich würde das ein bisschen affig finden, wenn die das jetzt so komplett hängen lassen würden und keine Mario Maker-Spiele mehr rausbringen würden. Ist ja auch grundsätzlich ganz nice, dass die das mit den Schlüsseln jetzt hier so drin haben. Das habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt gerade. Ich überlege gerade, ob das aus Mario Maker kommt oder ob das auch in irgendeinem Mario-Spiel... Ich glaube, bei Doki Doki Panic hast du das gehabt, tatsächlich. Dieses mit den Schlüsseln. Okay. Also, die haben viel vom zweiten Teil übernommen, so von den Fähigkeiten. Oh nee, nicht dieser Schattentyp. Das haben die auch geklaut von Mario Sunshine. Nein, das, wie gesagt, ich meine das ja gar nicht negativ. Das ist ja... War doch bei Sunshine gab es den, glaube ich, und bei irgendeinem DS-Spiel, glaube ich, auch. Es gab den auch bei Galaxy. Also, den haben sie öfters benutzt, auf jeden Fall. Stimmt, bei Galaxy gab es den auch. Da gab es diese Kometen. Ja, da gab es diese Kometen, richtig. Okay. Ja, der ist aber hier deutlich abgeschwächt. Im Gegensatz zu anderen Mario-Spielen. Definitiv. Außer in der Spezialwelt kommt noch irgendwas Ekliges, weiß man ja nie.
Ah, aber wenn man den berührt, dann kriegt man auch Schaden, okay. Ja, aber der ist so langsam und verblödet. Mhm. Der bleibt ja sogar zwischendurch stehen. In den Mario Galaxy Spielen oder so, da läuft ja immer deine Strecke, die du läufst. Ja. Und da sind die Level teilweise echt bockschwer mit dem, also... Ich stelle mir den gerade jetzt eher so als Vergleich vor, so, das ist ein KI, die einmal gemacht wurde, so ein CPU-Gegner. Und der hat einen bestimmten Pfad, den er abläuft, der ist fest. Ja. Und unabhängig von dir quasi, was er an der Stelle macht. Aber hier habe ich garantiert... Ja. Der Praktikanten-Run sozusagen. Ja, aber hier habe ich garantiert irgendwas verpasst. Ich habe erst eine von den Münzen. Ich weiß es auch noch nicht. Ich habe auch nur eine, also von dem her, vielleicht passt ja. Hier unten, das sieht sehr verdächtig aus. Ja. Aber da fliegt man ja nach oben, also macht es eigentlich keinen Sinn. Wobei, so fliegt man nach unten. Da war doch ein Checkpoint, oder? Da war ein Checkpoint. Außerdem kannst du ruhig darunter fallen. Ich habe es gerade mal probiert. Bring mich mal um. Das ist echt cool. Ach, da ist sogar die 10er-Münze. Die zweite, in der Mitte. Da ist eine, ja. Wo bin ich denn jetzt? Egal. Das probierst du jetzt einfach mal. Ja, nice. Also, ich liebe dieses Spiel. Es macht so viel Spaß. Mhm. Viel Abwechslung haben sie auf jeden Fall drin. Ja, das kann man denen definitiv nicht vorwerfen, dass sie hier keine Abwechslung drin haben. Ja. Okay, jetzt habe ich den Schlüssel. Und dann? Achso, da muss ich von woanders scheinbar ran. Ich glaube, wir müssen wieder hoch. Ja, weil du kannst durch diese roten Dinger, falls du da gerade auch bist, wo ich bin, gar nicht durch. Ja. Ach, durch Wandsprung kann man da bestimmt hin, oder? Wenn man ihn nicht verkackt, so wie ich. Ja. Ja, durch Wandsprung geht das ja. Autsch. Achso, dann kommst du hier hin. Okay, verstehe. Mhm. Ach, ich hab... Nee. Ah, dann kannst du da keinen Wandsprung machen. Ah, doch, kannst du doch. Kann man doch machen. Ich glaube, ich werde den Stream gleich übrigens abbrechen müssen, weil ich merke, dass es in der Aufnahme leckt. Also nicht wundern, Stream nach dem Level. Beziehungsweise ich mache euch jetzt mal geradeaus. Ich sag dir dann gleich, Zellos, in welchem Level ich dann bin. Alles klar. Ach verdammt, du musst dann auch das Blaue wieder aktivieren. Wird man das dann gleichzeitig? Kann man das dann gleichzeitig machen? Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Mal gerade den YouTube-Stream noch einmal beenden. Mhm. Ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen ärgerlich, aber Aufnahme ja, vom Stream, von daher. Alles klar. Das heißt, ich brauche den ganzen Chat und diesen Vierelefant auch nicht. Yep. Ach so, hier ist jetzt das Ziel schon, okay. Nicht schlecht. Ja, ist halt im Moment in meinem Rechner ein bisschen schwierig. Von heute auf morgen konnte er auf einmal nicht mehr streamen und aufnehmen gleichzeitig. Obwohl eigentlich die Qualität des Spiels nicht besser geworden ist. Ist ein bisschen komisch. Ja. Erinnere mich mal dran nach dieser Aufnahme hier, dass ich den YouTube-Stream auf privat setzen muss. Ja, klar. Es hat jetzt nur vereinzelt in der Aufnahme geleckt, aber egal. Ja. Im Stream ist gerade sowieso kein Zuschauer gewesen, von daher. Alles gut. Prioritäten setzen. Genau, machen wir einfach mal weiter. Das heißt, ich muss Zellos jetzt immer sagen, in welchem Level ich bin. Das mache ich einfach, indem ich das Levelnamen immer laut sage. Genau, so war es. Du kannst dann ruhig weiterreden. Klippe im Schatten. Verschnaufspause machen wir als nächstes. Okay. Ist eine Verschnaufspause, also wahrscheinlich, ja. Schnell erledigt. Ich hoffe es doch. Also. Aber das Level gerade. Ah, geil! Okay, auch geklaut von Mario Maker. Aber ich will nicht meckern. Okay. Ich probiere erstmal. Ich krieg den dritten Sprung irgendwie nicht hin. Hä? Wo ist denn die vierte Plattform? Achso, da kann ich einfach nach rechts und dann nach oben, okay. Hab's, glaube ich, ja. Okay, war cool, war easy, aber hat Spaß gemacht. Ja, zieh ich mir auch mal schön rein. Ah, da kann ich gleich in der zweiten Aufnahme auch die Kamera wieder ausmachen, weil die brauche ich in der Aufnahme nicht. Ah, schön.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier ist irgendwie eine Brücke, die fehlt. Die kann ich bestimmt reparieren lassen. Ich weiß noch nicht, wie man zu dem einen Abzeichen Herausforderungs-Dingsbums gehen soll. Also ja, sehen wir gleich. Im Hintergrund. Ich habe jetzt die Brücke repariert, wie ihr gesehen habt, und wir starten jetzt das Level Geheimgänge im Schiebemax-Haus. Mhm. Was auch immer ein Schiebemax-Haus ist. Ja, das erfahren wir jetzt gleich. Ach so, da kann ich die... Tun die mir was oder verschieben die nur? Ach, die verschieben. Oder kann aber so fies was versteckt sein? Mhm. Ach, ein Elefant ist da sogar. Nice. Gucken wir einfach mal. Ach, hier ist sogar eine... Hä, da ist das nicht der Weg? Ach so, da ist eine Tür, die habe ich gar nicht gesehen. Und der schiebt die zurück. Okay, ich habe, weil ich dachte, das ist der richtige Weg, durch Zufall direkt die erste Münze gefunden. Okay, hier ist eine Röhre. Ist das der richtige Weg? Ja. Nee, grundsätzlich ganz gut. Wie weit bist du eigentlich mit dem Spiel zum jetzigen Zeitpunkt? Also, dein Level, was jetzt quasi dein letztes ist an der Stelle, mache ich jetzt quasi als drittes Level, als dritte Welt. Also von dem her, ich bin jetzt, ja, sag ich mal... Ich habe die Säure, das Sumpf und das Magma habe ich noch vor mir. Ah, okay, das halt, ja. Man muss sich aber, ja, kann sich auch Zeit lassen, von daher. Aber was ich grundsätzlich ganz nett finde, ist es ja auch einfach, dass es hier keine feste, unbedingt feste Reihenfolge gibt. Also ab einem gewissen Punkt kannst du ja eigentlich sagen an der Stelle, okay, ich mache einfach den, auf den ich gerade Bock habe, so. Weißt du, was es auf sich hat mit diesen komischen Feldern, die dann irgendwie so aussehen wie Yoshi oder Mario? Wo du dann immer ein, Muss ich jetzt überlegen, was du meinst. Ja, das kann ich dir schlecht erklären. Das sind immer so Felder, die du aktivierst. Das sind im Prinzip so Blindfelder. Mhm. Wo dann manchmal ein Yoshi-Panzer drauf ist, manchmal ein Mario. Und wenn du den findest oder triffst, dann kriegst du einfach eine lila Münze. Und frag mich, ob das noch irgendeine andere Bewandtnis hat oder ob es da schon war. Keine Ahnung. Mhm. Ich habe nur den Eindruck, es gibt zwar versteckte Felder, die du nur mit einem bestimmten Charakter erkennen kannst, aber ich glaube, die sind eher so kleine Goodies wie One-Ups oder sowas an der Stelle. Also zumindest meine Erfahrung bisher, sag ich mal. Okay, what the fuck, die schieben mir eine Bowser-Statue und ich kann nichts machen. Du musst dann quasi eine größere Dings haben. Also ein Power-Up musst du dann angelegt haben, damit du es schieben kannst. Entweder den Ach so, ich kann die nach rechts schieben. Ja, genau. Ah, ja gut. Ich hätte gedacht, also schiebt der den Bowser jetzt nach links, nach rechts zu mir rüber und ich muss eigentlich nur... Okay, krieg ich hin. Hoffentlich. Mhm. Scheint jetzt vor der Schwierigkeitsgrad machbar. Aber ich habe halt nicht gecheckt, dass ich nach rechts gehen muss. Na, warte, vielleicht sollte ich mir den hier erstmal holen. Da ist, wenn du, bevor du das machst... eine zweite lila Münze, weil er einen manchmal ja nach dieser Wonderflower woanders hin teleportiert, habe ich mir die jetzt sicher mal geholt. Ja. Ich habe vorhin dann einen Part gehabt mit den drei Blöcken links und drei Blöcken rechts. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Sinn hat. Ah, ich muss die verschieben. Ja, du musst die so reinschieben, dass da kein Platz ist, dann kommt die Dingsblume, wo ich gerade, da bin ich gerade quasi auch. Ah. Und da bin ich gestorben, weil ich nicht gecheckt habe, dass ich nach rechts laufen muss. Mhm. Doch einfach nur süß, wie es eine kleine Animation gibt, wenn du als Elefant durch so eine Tür gehst. Ja. Einfach alles schwer. Ja. Ja, da musst du einfach nur nach rechts verschieben die ganze Zeit, glaube ich. Ach so. Da werde ich hier richtig Gegenwehr von dem anderen Schiebetypen, aber ich bin stärker. Mhm. Kannst du denn alle Röhren grundsätzlich verschieben? Weil dann könnte ich einiges in dem Spiel verpasst haben, fürchte ich fast. Nicht alle, aber einige. Definitiv. Ja, okay, dann habe ich da bestimmt sehr viel verpasst. Aber also ist ja nicht schlimm. Grundsätzlich, wenn ich so ein Level habe wie das jetzt hier an der Stelle, dann weiß ich schon, okay, ich sollte mich darauf einstellen, dass ich da jetzt hier Zeugs verschieben kann. Ab und zu random. Und ja, dann denke ich dran. Okay, hier kann ich jetzt nicht weiter verschieben. Spannend. Mhm. Ein interessantes Level auf jeden Fall.
woanders sieht. Aber eigentlich hast du keine Bedrohung. Wenn du einigermaßen schnell bist, ist es relativ problemlos zu schaffen. Ja, recht entspannt tatsächlich. Ach ja. Wann ist denn Black Friday eigentlich genau? Ende November, ne? Ich glaube, immer Ende November ist es an der Stelle. Das ein, zwei Tage oder ist das eine Woche? Oder? Ich glaube, ein, zwei Tage. Ich glaube, das ein, zwei Tage, ja. Kartellos, da müssen du und Rico stark sein und... Hä, hier sind halbe Türen. Ach so! Geil. Mhm. Ja, du musst ihn quasi zusammensetzen aus dem, was da drauf liegt. Ja, das fand ich ganz lustig. Ja. Von der Idee her. Da müsst ihr euch freihalten. Ist ja was. Da okay, braucht Barry okay, euch. Okay. Und wenn das Mittwoch ist, dann fällt der Stream aus. Ah, okay. Können ja gleich mal gucken. Je nachdem, wo wir das dann bestellen, bei welchem Computerladen, ne? Das ist dann halt auch ja, so. Klar. Ach, hier kann man auch noch weiter, dann kann man nicht weiter nach rechts gehen. Aber ich gucke trotzdem mal. In einem alten Mario wäre hier was versteckt. In dem Spiel hier nicht. Hier sind die Verstecke relativ eindeutig, meistens tatsächlich. Nee, da kriegt der Barry Ende November einen neuen Computer, im besten Fall. Ja. Ach, das sind Stinksblöcke. Mach ich mal kaputt. Ach, die, was? Die kann er nicht kaputt machen? Ja, das war jetzt sehr offensichtlich mit diesen Blöcken, die Zellos jetzt gerade leider nicht sieht, aber... Ah, eine gelbe Röhre. Perfekt. Flupp! Nee, aber tatsächlich... So, ah, ich glaube, ich habe gerade einen Secret Exit oder sowas gefunden, womöglich. Also die ganzen Wonderseed-Sektionen, die sind alles ziemlich cool. Also die gefallen mir alle ziemlich, ziemlich gut. Ja. Ich habe, glaube ich, keine gehabt, wo ich sage, das ist frustrierend oder stört mich oder irgendwas. So, Secret Exit so... gefunden. Oh, okay. Das heißt, ich muss den normalen Exit dann auch noch machen, ne? Exakt, ja. Dann machen wir das mal direkt, weil ich vergesse es sonst. Mhm. Okay, sehe ich auch daran, dass eine Wunderblume fehlt. Okay, dann sieht man ja in Anführungszeichen... Wenn man eine Internetliste hat und sieht, da gibt's drei, ich habe zwei oder mir fehlt der zweite von dreien Wunderblumen, dann weiß man ja eigentlich, was Phase ist. Genau. Okay, ne, machen wir das nochmal. Ich laufe mal schnell durch, so schnell es auch geht. Und wir sind aufnahmetechnisch tatsächlich erst bei 42 Minuten, krass. Ja. Ich bin ja ein höflicher Mensch meistens manchmal. Gibt's denn Sachen, die dir an dem Spiel nicht gefallen haben? Weil da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Gut, da müsste ich tatsächlich überlegen, weil ich fand eigentlich grundsätzlich das Spiel. Es startet natürlich wie, als wäre es jetzt dein allererstes Mario, so in Anführungszeichen. Was auch grundsätzlich gut ist. Ich glaube, das ist so ein Boomer-Problem, dass ich dann doch irgendwie mal sage: Ja, mir wäre es gut, wenn die nicht ganz so viel. Am Anfang so erstmal machen, so dass die Level ein bisschen knackiger sind. Aber also, du meinst, dass die Level knackiger sein sollen am Anfang oder du willst, dass die Level nicht so neu sind, also mehr klassische Level? Nee, die sollen ruhig ein bisschen knackiger sein. Okay. Aber grundsätzlich, ich finde die Level schön. Ich habe da jetzt kein großartiges Problem damit tatsächlich, sondern ist eher so, wie soll ich sagen, das ist so ein Boomer-Problem, dass ich es halt ein bisschen knackiger haben will, noch ein bisschen schwerer haben will. Ja gut, ich denke mal, die Spezialwelt könnte da ein bisschen Abhilfe schaffen. Es gibt ja dann vor der Spezialwelt auch noch eine Bowser-Welt, die ist vermutlich auch noch mal schwieriger. Aber die sechste Welt fand ich schon, also ich will jetzt nicht sagen knackig, das ist das falsche Wort. Anspruchsvoller ist das richtige Wort. Also. Ja, anspruchsvoller, ja. Nee, aber das Spiel ist wunderschön. Ich finde, es ist halt richtig, richtig geil zum zwischendurch anmachen und mal zwei, drei Level spielen an der Stelle. Das Grafik sieht einfach schön aus an der Stelle. Also die Charaktere wirken einfach super und so. Ja, die Animationen sind geil, ne? Das ist halt Animationen sind super an der Stelle. Also ich visuell kann ich mich überhaupt gar nicht beschweren. Ne, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Die Frage ist halt, wie es altern wird, ne? Weil irgendwann, wenn du alle diese Wundereffekte kennst, ich meine, klar, du wirst das Spiel nicht auswendig kennen. Aber ja, ich finde, wie gesagt, dass dann Mario Bros. U ein bisschen schlecht wegkommt. Also klar, das ist 10 Jahre alt, natürlich sind die Animationen in dem Spiel dann hier besser, aber steuerungstechnisch hat sich's nicht verändert. Also es spielt sich genau gleich. Nee, also steuerungstechnisch spielt sich ziemlich identisch zu New oder New, die Nachfolge auf jeden Fall. Ja. So, ich habe jetzt Geheimgänge im Schiebemax-Haus mal schnell noch einmal normal gezockt, dass ich. Und jetzt habe ich hier das Level, ein Himmel voller Balloings oder so ähnlich. Das ist jetzt die Frage, wo war das Secret? Ich habe es gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Da gibt's kurz vorm Ende
so Blöcke, die man zerstören kann, wenn man groß ist. Und die musst du kaputt machen, dann den Block dahin schieben. Und dann kommt deine Röhre. Okay, danke. Bin ich hier bei dem witzigen Level, wo man diese... Oh Gott. Ich muss ja nur einmal die einsammeln. Ach du Scheiße. Cool. Ja, mal gucken. Vielleicht bin ich damit auch schon durch, wenn du da bist. Aber ich sag dir immer, wo ich bin. Wie gesagt. Ja, okay. Wir müssen halt mal gucken, wie wir das bei den Speziallevels machen, wenn jetzt mein Computer so Probleme macht. Moment, bis Ende November. Dann müsst wahrscheinlich auch du und Rico es dann vielleicht vermehrt aufnehmen. Ja, ist okay. Aber ist ja, denke ich mal, okay. Ach, da geht's sogar weiter. Ah. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Also an Computer ist ja ranzukommen und ihr seid ja zwei ITler. Wahrscheinlich werdet ihr euch hassen und jeder andere Sachen gut finden. Nein, der muss so und so viel RAM nehmen. Und nein, der nimmt das, Barry, was willst du denn? Ich hab doch keine Ahnung. Nein, was willst du? Willst du abdrup the rip oder babblubblub? Was ist babblubblub? Ja, das so musst du natürlich wissen, hallo? Und dann wird Zellos sagen, ach, Zellos, Rikus, du brauchst babblubblub. Und Zellos sagt, nein, abudabudab. Und also damit meine ich irgendwelche komischen Rechnerbegriffe, die ich nicht kenne, falls ihr euch wundert. Abudabudab. Oh, das Level ist geil. Ist, glaube ich, ziemlich gut, um diese Münzen zu farmen, falls man das vorhat. Ich, wie gesagt, bin mir da noch... Ah, okay. Ah, das ist ja fies. Hier ist sogar noch eine gelbe Röhre. Ich weiß jetzt nicht, ob man die nehmen kann, wenn man das einsammelt. Ja, da, keine Ahnung. Also, ich bin da sehr unbefangen, was Rechnersachen angeht. Ich habe da auch schon mit einem gesprochen und der würde mir auf jeden Fall eine Nvidia-Grafikkarte empfehlen. Und da das der einzige Rechner bisher war, mit dem ich keine Probleme hatte und der eine Nvidia-Grafikkarte hatte, würde ich Stand jetzt auch wahrscheinlich zu einer Nvidia-Grafikkarte tendieren. Ja, würde ich auch eher sagen, tatsächlich. Gut, ich hatte jetzt schon die Beschweiß auf der Stirn von wegen Zeller sagt, Nvidia, nein, ich nehme mich hier nicht mehr auf. ich habe selber eine von dem her. Okay. Die macht ja ihren Job gut. Ja, kann ich als Noob so bestätigen. Achso, hier das. Jetzt habe ich den Geheimgang gemacht, okay. Nee, aber das war nicht eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, habe ich fast, ich habe es eigentlich beim ersten Mal nur vergeigt. Ich habe es beim ersten Mal schon probiert, aber irgendwie, ja. Die letzten beiden Blöcke konnte ich nicht mehr kriegen. Da ist eine Münze, die ist natürlich... Oh, wobei, nö, die ist gar nicht ein... Aha, das ist so eine Mario-Münze, wo man 100.000 vor den Internet bekommt. Aber nee, wenn ihr... Dann hoffen wir mal, dass Rikus auch Nvidia-Fanboy ist. Es gibt noch andere Grafikkarten bestimmt, aber ich bin halt ein PC-Noob. Jo. Und es gibt eigentlich gerade nur zwei Hersteller, entweder AMD oder Nvidia. Okay. Und AMD machst du so, wenn du halt wirklich Cyberpunk auf 4K 200 FPS spielen willst an der Stelle. Ja, natürlich. Nackt auch noch. Ja, klar. Mit Raytracing. Mit Mods. Und Mods. Ja, klar. Und die Mods sind auch nackt. Ja, die Mods sind auch nackt? Okay. Ja. Ach, die Viecher sind das? Ja mal. Diese Ballonviecher sind ja mal mega geil. Geiles Level, ne? Genau. Ich habe das Level jetzt geschafft. Ich muss jetzt leider, weil ich aufnehme, keine Rücksicht auf Zellos nehmen. Nein! Aber gut. Oh, hier ist scheinbar irgendein besonderes Level. Oha! Zellos, halt dich fest! Jetzt Abzeichentest. Kommt. Profi. Unsichtbarkeit 1. Okay. Schwierigkeitsgrad 3 Sterne. Das ist schön. Ja, und achso, da sehe ich mich selber nicht. Ja gut, das ist ja... Sehe ich wenigstens irgendwas? Oh, man sieht ja einen Schatten, das ist jetzt ja lame. Aber wahrscheinlich sieht man dann später erst wirklich gar nichts. Also im Prinzip ist es kein unsichtbar, also... Hey, was ist denn das für ein dummes Abzeichen? Später wird es bestimmt schwierig, wenn man sich wirklich... Also du siehst ja in dem ersten noch einen Schatten, ist wahrscheinlich... Okay, jetzt sehe ich wirklich nichts mehr. Ach so, ah, das ist ja geil, weil da eine Wand ist und der Schatten drauf sieht. Deswegen habe ich mich gesehen. Geil. Ja, ich finde die Levels, die sind einfach mega kreativ an der Stelle. Okay. Ich müsste echt überlegen, welches Mario so kreativ war. Vielleicht so... Galaxy. Und Galaxy vielleicht noch, ja. Wobei Odyssey war auch relativ... Odyssey war auch schon ziemlich gut, ja, das stimmt. Das Problem von Odyssey, klingt jetzt komisch, ist, dass es einfach zu viel Inhalt hatte und ist deswegen, also mindestens ich, wenig... Oh Gott, die ist schwer. Also nee, eigentlich nicht. Ich habe mich nur angestellt. Ich glaube, man kann da auch anders hin. Ja, Odyssey hat das Problem... dass es so viel Inhalt hat und deswegen...
Weil es ein bisschen überladen war, so ein bisschen, oder? Ja, ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren, weil hier die eine Münze in dem Level hier ist theoretisch einfach, wenn man sie normal... Ach, wobei, ne, die muss man so machen. Okay, das ist ja eklig. Hallo. Ja? Ich sehe die Herausforderung. Oh, kriegen wir hin. Ich kann es jetzt schlecht erklären, weil ich mich dabei gerade ein bisschen konzentrieren muss. Alles gut. Gibt's so schnell ein paar. Es gibt auch so Rhythmus-Level an der Stelle und da gibt's auch ein Level, das, was hier bei diesem, bei dieser Welt ist, wo man kurz mal inhalten muss. Ja, gut, du siehst bei dem Unsichtbar-Abzeichen diesen Hüpfstaub, sag ich mal. Mhm. Daran kannst du dich orientieren. Ach, hier brauche ich ja den bestimmt, um an die Flagge zu kommen, oder? Ja, okay, scheiße. Ach, du darfst die nicht mal berühren. So, ich glaube, ich bin jetzt auch gleich bei deinem Level. Ich habe ich das mit Balance für dich. Das ist so cool. Oh, ich lande immer bei dem auf der Schnauze. Also du wirst merken, wissen, was ich meine. Nach dem Checkpoint, die, ich glaube, dritte Münze ist es. Mhm. Wo bin ich? Falsche Richtung, Jürgen. Ja, das, also das ist zum Schwierigkeitsgrad noch nicht unschaffbar, aber es fällt mir gerade schwer dabei, ein bisschen zu reden. Ja, klar. Wo ist denn das Wasser hier da? Ah, okay. Ich finde aber bei dem Level auch kreativ gemacht. Nice, an der ich Stelle. Hab's geschafft. Die sagen dir schon relativ deutlich, okay, du musst jetzt aber diese Typen, weil die nicht von selbst reagieren, die komischen Rehorns, die musst du irgendwie an der Stelle nerven mit irgendeinem. Dafür ist das Wasser auch da. So. Für die goldene Flagge. Ja. Okay, Unsichtbarkeitsabzeichen. Ja, wer es mag. Ja, es ist ein ganz nettes Feature, sage ich mal. Ich glaube, hier ist der Eingang zur Spezialwelt. Also hier geht's weiter. Ich guck mal einmal, wo ich da hinkomme. Ja, Spezialwelt will ich nicht machen. Okay, dann gehe ich mal zurück. Wo bin ich denn hier überhaupt? Da muss man schon ganz kurz aufpassen, dass man verstanden hat, sage ich mal, wie weit man springen darf. Oder wie weit der Charakter grundsätzlich springt. Ich bin jetzt wieder in den Fungiminen. Oh no. Captain Toad, okay. Ja. Oh, der schenkt mir 50 Blumen-Dinger. Das ist ja nett. Genau. Das gibt's öfter solche Situationen, dass du dann halt wirklich einfach so den Captain Toad triffst und der gibt dir einfach 50. Okay, hatte ich bisher noch nicht. Zwei habe ich gefunden und davon gibt's mehrere. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich hier denn weiter? Hier ist so eine Fragezeichentür. Wie komme ich da denn rein? Muss ich da überhaupt rein? Wahrscheinlich nicht. Egal, mach ich sonst später. Ich guck mal auf die Uhr, wir haben 53 Minuten. Ich gehe mal in die Burg. Ich glaube, das ist das letzte Level, was man hier dann machen kann. Mhm. Und dann habe ich 15. Brauche ich, ich habe 24. Dann machen wir das Level mal hier noch in einem Part. Ja. Passt thematisch, dann haben wir die ganze Welt in einem Part. Und ich hoffe, dass ich mich nicht hier unfassbar dumm anstelle. Mhm. Palast der wolkenlosen Wüste. So eine wolkenlose Wüste ist schon eklig, ne? Ja. Schwierigkeitsgrad also 4 Sterne. Kannst dich nirgendwo halt in den Schatten stellen hier. Aber was noch bei dem Unsichtbarkeitslevel noch gerade gut geholfen hat, wenn du dann irgendeinen Pot mitgenommen hast, eines von den Krügen mitgenommen hast, dann hast du das quasi als Orientierung nehmen können. Endlich Feuersäulen, ich hab sie vermisst. Endlich Feuersäulen. Kann man auf die Thrums in dem Spiel hier drauf? Nee, kannst du nicht. Okay, weil das ist ja auch in jedem Spiel gefühlt anders. Mhm. Auch nicht spinnen? Nee, auch nicht spinnen. Zumindest meines Wissens nach. Okay, ich hatte gerade diesen einen Hut da auf. Das ging auch nicht, deswegen hatte ich mich gerade ein bisschen gewundert. Okay, erstes Geheimnis haben wir schon gefunden. Ja, ich versuche halt gerade immer noch den Weg zu finden bis zu der einen Verschnaufspause, bis zu dem Level. Aber ich finde das gerade nicht. Ja, alles gut. Du kannst ja gleich auch... bisschen Zeitlupe wieder.
Oh, hier könnte halt überall was versteckt sein, weil hier überall so Sandböden sind. Oh, das ist fies. Hier ändert sich die Geschwindigkeit ja immer zwischen schnell und langsam. Hey, wie soll man die denn kriegen? Okay, so. Nice. Okay, das ist witzig. Level mit geänderter Geschwindigkeit. Mhm. Ey, das... Oh, bei nee. Ich sag das nicht laut. Sonst machen sie das wirklich im Mario Maker. Und du weißt ja, was die Leute dann machen. Du weißt ja, wie die drauf sind. Aber das ist, was das könnte ich mir tatsächlich im Mario Maker 3 vorstellen, dass sie das als Feature einbauen. Da kann man mega fiese Sachen mitmachen. Ich habe auf der Map jetzt gerade einen Geheimladen gefunden. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, garantiert nicht. Okay. Grundsätzlich, wenn du dich auf dem Weg zum letzten Schloss machen würdest, dann gibt es nach der Verschnaufspause Tanz im Musikraum, gibt es dort eine Treppe nach oben. Dem musst du folgen, dann geht's dann quasi dann nach links hinter dem Gebäude. Musst du mir gleich nochmal erzählen, ich habe gerade High Risk mir die dritte Sternmütze geholt. Ja, mach das, mach das. Oder wenn wir dann die 100% machen, wie gesagt, das ist ja alles dann ganz entspannt. Ja. Wundervoll, ich mag die neue Mario-Stimme auch. Ja, ich mag die allgemein die Synchro-Stimme von den ganzen Chars jetzt hier. Ja. So, ich habe drei Dinger. Ich habe die Wundersamen. Jetzt kommt hier wieder dieser nervtötende Boss wahrscheinlich. Ich finde es ein bisschen langweilig, dass immer Bowser Junior der Boss ist, aber meckern auf hohem Niveau. Ja, finde ich auch ein bisschen schade, ja. Nö, ich habe einen Elefanten. Ich will noch einen. Feuerblume ist auch okay. Didit. Igitt. Kennst du den Bosskampf schon? Ja, ne? Von dem Palast jetzt? Nee. Okay. Soll ich dir was spoilern? In den Mario-Spielen ist immer relativ. Ja, hau raus, hau raus. Wasser. Aha. Ja, gut. Vielleicht dann. Vielleicht. Aber es ist wieder Bowser Junior, Spoiler. Vielleicht nehme ich mal das Delfin mit. Delfin-Ding tatsächlich mit. Ja, braucht man wahrscheinlich nicht mal, aber. Ja, nein, jetzt schon mit. Ach, was ist denn jetzt? Hä? Jetzt kann man sich im Wasser wahrscheinlich normal bewegen. Nee, hier ist jetzt überall Wasser. Ach nee, hier sind so Blasen. Okay, das ist ja mega geil. Ja, das ist total easy. Da brauchst du keinen Delfin. Also wenn du schon ausgewählt hast. Ist okay. Nein, nimm den mal mit. Mal gucken. Vielleicht wird es dadurch nochmal ein klein bisschen leichter. Ich will jetzt nicht sagen, noch einfacher geht es nicht, aber. Muss man vorsichtig sein mit solchen Aussagen, ne? Ja. Weil immerhin ist es jetzt innovativ. Du triffst ihn jetzt nicht dreimal. Oh Gott. Könnte das letzte Mal könnte eklig werden. Du triffst ihn jetzt ja nicht dreimal, sondern viermal, ne? Das ist ja. Auch das haben ja, konservative Nintendo-Let's Player und Spieler wahrscheinlich bemängelt. Grundsätzlich gebe ich dir dahingehend recht, ich finde jetzt nicht so schön, dass jetzt Bowser Jr. die ganze Zeit der Boss ist, so sag ich mal. Ja, die Koopalinge wären cool. Einfach ja, Koopalinge oder irgendwas anderes, sag ich mal. Okay, Welt geschafft. Würde ich mal sorgen. Soggy Mall. Ja, ist noch nicht alle Level freigeschaltet bestimmt. Ja, das mache ich später. Okay. Dann wird er später, wenn die Credits sind, dann wird ordnungsgemäß Welt 1 alles, Welt 2 alles, Welt 3 alles und dann die Spezialwelt. Okay. Wie das vorschriftsgemäß gemacht wird. Bist du jetzt quasi schon in der Bowser-Welt sozusagen dann jetzt als nächstes, ne? Ja, wenn jetzt nicht direkt ein Endkampf kommt, das kann natürlich theoretisch auch sein, das weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt noch eine Bowser-Welt kommt, ja. Okay. Die wahrscheinlich wieder ähnlich wie Welt 6 ein bisschen herausfordernder ist. Schauen wir mal, ne? Auf jeden Fall ein sehr interessantes Level, auch dahingehend, weil sich diese Geschwindigkeit die ganze Zeit ändert. Ja, das ist mega cool. Schon irgendwie cool, ja. Ach, jetzt kann ich durch diese Fragezeichentür. Ja, dann sehen wir im nächsten Part höchstwahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob ich das in einer Stunde komplett schaffe, die Bowser-Insel. Ich weiß nicht, wie viele Level das sind. Ich stress mich da jetzt auch nicht. Diese epische Sequenz können wir ja gerade noch mal laufen lassen hier. Ne? Storytechnisch total relevant. Jawohl. Oh,
ich versuche gerade irgendwie an die dritte Münze zu kommen bei dem Bowser, bei dem Palastlevel gerade. An die Wand springen, opfern. Ja, aber ich habe keine Fähigkeit mehr. Ah, doch, ich habe noch was. Oh mein Gott, ein echter Story-Twist hier, Zellos. Bowser ist seine Frau und nennt sich Bosset. Fast. Okay. Er sagt, Schloss Bosset sagt Guahaha. Guahaha. Ich mag Guahaha. Ich mag Guarana mehr, aber. Wie komme ich jetzt dahin? Ach so. Ja, aber das machen wir. Nee, oh, scheint jetzt irgendwie so ein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Final Boss-Kampf. Hm, guckst du mal. Ah, es gibt bestimmt eine Bowser-Welt. Also wie gesagt, ich habe mich nicht spoilern lassen, aber ich gehe davon aus, dass es eine ganze Bowser-Welt ist und nicht nur ein Level. Aber das werden wir nicht jetzt machen, auch wenn das jetzt vielleicht das letzte Level sein sollte, was ich wie gesagt nicht glaube. Mhm. Machen wir das nächstes Mal. Ich mache hier ein Partende. Jawohl. Bis dann. Macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao.